Okay. Doppelröstung für Franka mit normal viel Milch und mit 2 Löffeln Zucker. Ah, das wird ihr schmecken, denke ich mal. Oh, schön mischen, alles klar. Deckel drauf und bitteschön. Danke, dann wollen wir doch mal probieren. Oh, ich muss sagen, mit gutem Kaffee hat das hier jetzt leider herzlich wenig zu tun. Aber die Kaffeesorte war richtig Doppelröstung. Schade, Milch und Zucker war falsch. Oh, und Silke ist da. Hallo, Silke. Könnte ich bitte eine Tasse Kaffee ohne Zucker haben? Ja, natürlich machen wir das fertig. Einmal die Hausmischung mit viel Milch, aber dafür wenig Zucker. Kein Zucker. Ah, erstmal Kaffee eingießen, Hausmischung, genau, dann noch ein bisschen Milch und Deckel drauf. Kein Zucker, aber bitteschön. Der Kaffee riecht so gut. Man kann den schon trinken, aber eigentlich wollte ich etwas anderes. Nur der Zucker hat gepasst. Okay, da haben wir auch wieder, ja, einen Griff ins Klo erlebt. So, und du, Tanja. Tanja, na, was möchtest du denn? Ein Kaffee wäre jetzt genau das Richtige. Ich nehme ihn mit normal viel Milch, bitte. Also. Ein Kaffee, Schonröstung mit keiner Milch und ganz viel Zucker. Warum ich jetzt keine Milch nehme, ist ganz einfach. Ich möchte einfach, dass sie auszieht. Das haben wir schon geklärt. Dass sie da wegzieht, weil das Haus sehr deplatziert wirkt und da im Weg ist. Weil der Weg behindert wird dadurch. Und deshalb möchte ich, dass sie da halt wegzieht. Und wenn ihr der Kaffee hier nicht schmeckt, das kann ganz essentiell werden. Wenn ihr der Kaffee hier nicht schmeckt, dann wird sie hier bestimmt wegziehen. Das soll auch gar nicht so ganz böse wirken, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Aber ich möchte sie nun mal nicht in meiner Stadt haben. Jedenfalls nicht da, wo sie jetzt wohnt. Oh, ich kann es kaum erwarten, das herrliche Kaffeearoma einzuatmen. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding, wenn du weißt, was ich meine. Wow, und wir haben die richtige Sorte gewählt. Schön. Du hast aber echt deinen eigenen Style. Ja, sie freut sich auch noch. Wieso freut sie sich? Nein, der Kaffee sollte doch nicht so schmecken. Mann, und wir wählen doch noch die richtige Sorte. Ach, guten Tag, Peter. Peter, der Postbote. Ein Kaffee, bitte. Die normale Menge Milch ist genug für mich. Okay, normale Menge Milch ist genug für dich. Alles klar. Kaffeesorte Mokka ist ja ganz klar. Normal viel Milch ist doch auch logisch. Und dann gibt es auch normal viel Zucker für dich. So, schön ein bisschen Mokka, genau, Milch und noch hier Zucker und da, bitteschön. Danke, dann will ich doch gleich mal probieren. Gar nicht übel. Wenn du jetzt noch die Hausmischung verwendet hättest, wäre es perfekt gewesen. Na gut, ich muss wieder los. Bis zum nächsten Mal. Ja, wunderbar. Der Peter freut sich. Eine schöne, entspannte Kaffeepause als Postbote tut doch immer gut. Sieht aus, als wären alle Gäste bedient. Du kannst jetzt Feierabend machen. Göre. Ja, wunderbar. Vielleicht können wir uns ja noch ein Stück Kuchen mitnehmen. Anscheinend konntest du diesmal so einige Kunden zufriedenstellen. Keine schlechte Arbeit. Ich bezahle dich heute mit Qualitätskaffee. Ah, danke schön. Gibt's auch noch ein Stück Kuchen dazu? Ich hoffe, du hilfst mir demnächst mal wieder. Der Kuchen ist ausverkauft. Der Kuchen ist ausverkauft. Nein, Leute, ist das schlimm. Der Kuchen ist leer. Ich wollte doch so ein schönes Stück Zitronentorte haben. Und da sagt Kofi uns einfach, dass der Kuchen leer ist. Naja, gut. Wie soll der Kuchen überhaupt leer sein? Der Kuchen ist einfach ausgegangen, oder? Das kann man da leer sagen? Wie auch immer. Ich dramatisiere das Ganze schon wieder. Aber ich hätte jetzt echt Bock auf so ein Stück Zitronentorte. Boah, das wäre richtig lecker jetzt. Nur, wo soll ich das hernehmen, ist die Sache. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir schön Qualitätskaffee bekommen als Bezahlung. Finde ich eine super tolle Sache. Oh, und das ist eine Blattschrecke. Ah, Blattschrecke, nein. Sie haut einfach ab. Naja, gut. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Interesse an einer Blattschrecke. Aber woran ich doch noch Interesse habe, ist an dem Geld, was hier auf dem Boden liegt. Denn, wie man so schön sagt, Geld findet man nicht einfach auf der Straße, Kinder. Beziehungsweise hat man überhaupt das Kinder da dran gehangen? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch genau ging. Ich höre so viele Sprüche tagtäglich. Da weiß man doch gar nicht mehr, welcher Spruch zu wem gehört und wie die Sprüche eigentlich gehen. Im Volksmunde wird ja so manches abgewandelt und so auch hier. Also, ja, ich verwechsel die Sprüche immer oder vertausche ein wenig. So, und Tamara, bei dir ist alles wieder gut, oder? Hey, super toller Tag, oder, Berli?
Also, was liegt an? Berli? Peter ist heute super beschäftigt mit all seinen Lieferungen. Hoffentlich geht er auch vorsichtig mit meiner Fanpost um. Ich rechne damit, dass er mir heute einen ganzen Batzen davon bringen wird. Ich misste wohl besser meinen Briefkasten aus, damit ich wieder Platz für neue Fanpost habe. Ja, sehr optimistisch, gute Tamara. Wir haben dem lieben Peter ja auch gerade einen schönen Kaffee zur Entspannung gegeben. Der wird da schon die Briefe ganz entspannt und locker austragen. Da bin ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Was wir auch mal wieder machen können, ist eigentlich einen entspannten Spaziergang am Strand. Wir können ja einfach mal gucken, ob hier jemand noch ist. Ist hier irgendwo Gulliver vielleicht gestrandet? Den haben wir auch schon länger nicht mehr angetroffen. Ich meine, wann gehen wir auch am Strand entlang? Aber vielleicht ist er ja heute da. Ich meine, ist ja schön, wenn er nicht strandet, wenn er seinen Kurs ganz normal folgen kann. Aber wenn er doch mal strandet, könnte er ja unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Jedoch müssen wir sehen, Peter ist nicht da. Wieso sage ich eigentlich Peter? Es ist doch Gulliver. Aber Peter, der Postbote, und Gulliver, die Möwe, sehen fast gleich aus. Also Pelikan-Möwe. Pelikan-Möwe, ja, ist schon ein Unterschied eigentlich. Aber hier so vom Ingame-Model, na, obwohl man kann die beiden schon sehr stark unterscheiden. Aber so Pelikan-Möwe habe ich als Kind immer sehr schlecht differenzieren können. Das war so etwas, wo ich als Kind gesagt habe, ach, ist doch das gleiche Pelikan oder Möwe. Ach, ist das gleiche, habe ich immer gesagt. Na gut. Fabio, man munkelt, du hättest einen Monarchfalter. Rein zufällig male ich gerade sowas. So richtig schön mit Ölfarben und so. Aber momentan male ich blind. Ich weiß nicht mal genau, wie ein Monarchfalter aussieht. Ja, das ist natürlich eine super Voraussetzung, wenn man nicht mal weiß, wie das aussieht, was man malen möchte. Dann tue ich dir einfach mal den Gefallen, Monika. Brauchst gar nicht erst fragen. Ich schenke ihn dir. Ja, wir tauschen gegen deine Potos. Was sind denn Potos? Potos? Boah, habe ich noch nie gehört. Okay, wir tauschen gegen ihre Potos. Dann bin ich mal gespannt, was auch immer Potos sind. Also, Fotos kenne ich ja, aber doch nicht Potos. Ach, das hat Spaß gemacht. Das müssen wir mal wieder machen, Kätzchen. Ja, irgendwann machen wir das nochmal wieder. Irgendwann. Ansonsten schaue ich hier noch gerade mal, ob wir vielleicht noch einen weiteren Monarchfalter finden können, den wir dem Museum spenden können. Ich habe hier doch gerade irgendwo noch welche rumflattern sehen. Wir finden sicherlich noch einen Monarchfalter, also so ist es nicht. Wer sucht, der findet, heißt es ja so schön. Also, wenn wir einen suchen, werden wir den auch irgendwann finden und den unser eigen nennen können. Aber es freut mich, dass Monika jetzt auch ihre Zeichnung da machen kann zu dem Monarchfalter. Vielleicht zeigt sie uns der irgendwann, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall möchte ich doch ganz gerne wissen, was Potos sind. Was sind bitte schön Potos? Na gut, ich halte die Spannung noch ein bisschen und sage, dass ich das dann am Ende der Folge aufklären werde. Was wir aber noch machen werden, ich muss das gute Wetter einfach ausnutzen. Wir müssen auf jeden Fall hier noch einmal ein bisschen im Meer herumschwimmen und ein bisschen tauchen. Also bei dem schönen Wetter, da kann ich nur sagen, Geronimo! Yeah! Und dann schauen wir doch mal, welche Meereskreaturen hier heute auf uns warten werden. Hier sind sicherlich ein paar. Hier wird die ein oder andere Qualle zwar rumschwimmen, aber das nehmen wir in Kauf. Das passt schon, Leute. Hier wird es sicherlich irgendwo was für uns geben. Irgendwo warten die Seesterne und Seeigel und ein Mond und die Perlboote und. Hier gibt es ja genug im Wasser, was uns auf... Ja, schwieriger Satz vor dem Deutschen, nicht wahr? Was auf uns wartet. Auf jeden Fall können wir auch einfach, selbst wenn hier nichts auf uns wartet, einfach einen schönen Schwimmausflug hier im Sommer machen und dem Captain hier nochmal so sagen, hallo Captain, und dann geht's auch schon weiter. Der Captain, der schreibt wahrscheinlich wieder eins seiner Seemannslieder oder ein Gedicht, was er uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich fröhlich vortragen wird. Und da haben wir auch schon die erste Beute. Da lauern wir der Beute auf. Wir tauchen unter und... da haben wir sie. Den kleinen Seeigel. Fast hätte ich mich auch noch an ihm gepiekst. Das wäre ja was geworden. Dann hätten wir auch noch zum Krankenhaus hier fahren können. Wobei ich bemerke gerade, jetzt wo ich das so anspreche... Hier gibt es ja gar kein Krankenhaus. Was macht man denn, wenn man hier krank ist in Animal Crossing? Es gibt ja gar kein Krankenhaus oder irgendwie sowas wie... Ja gut, es gibt Medizin bei Nook und Nooks, aber so ein direktes Krankenhaus gibt es hier nicht. Vielleicht sollte man irgendein Bewohner ein Krankenhaus vorschlagen. Wäre doch was, oder? Also, ja, ich weiß nicht. Also eine Stadt ohne Krankenhaus ist ziemlich bescheuert oder ziemlich blöd. Wenn da mal jemand krank ist, sieht nicht so gut aus. Oder in Nook und Nooks Heim- und Gartenbedarf. Da haben die lieben Nepp und Schlepp oder die Nook-Brüder haben da wahrscheinlich irgendeine geheime Medizin, Chemikalie X bestimmt drin. Ne, auf jeden Fall haben die eine geheime Medizin zusammengemischt, die dann wahrscheinlich alle Leute hier sofort heilt oder
die jede Krankheit lösen kann, egal ob irgendwie eine psychische Krankheit, also eine seelische Krankheit, besser gesagt, oder eine physische, egal was für eine Art von Krankheit, sie wird immer geheilt, sei es einfacher Schnupfen, sei es ein Beinbruch. Diese Medizin hilft immer, damit könnten die eigentlich auch voll gut Werbung machen, finde ich. Aber bei uns gibt es keine Werbung in der Stadt, wir sind werbefrei, wir brauchen nicht so eine Videowand, wir brauchen definitiv keine Werbung, das kommt uns nicht ins Haus, aber auch nicht außerhalb des Hauses, das kommt nicht in die Stadt. Wir brauchen nicht sowas wie Werbung und Werbeeinnahmen. Quatsch. Wir sind da total gegen und halten uns eine schöne, schöne, eigentlich sogar Stadt mit perfekter Umwelt hier in Lupinia. Also, wow, da ist man direkt nass rausgekommen und friert direkt. Hat er direkt genossen, der Charakter. Und nein, nicht die Kopfbedeckung abnehmen, nein. Jetzt sind wir ja kein Wolf mehr. Schnell wieder anziehen. Besser, fühlt sich gleich wieder gut an. Ne, auf jeden Fall friert der Charakter da auch schon, weil es jetzt so in die Herbstsaison geht. Da friert man dann auch, wenn man aus dem eiskalten Wasser kommt. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich denke mal, bei so einer Hitze wie heute war das dann doch schon eine Abkühlung. Die Himmelsleiter da wächst und gedeiht immer noch. Das freut mich sehr und ich würde einfach mal sagen, wir schauen mal bei Melinda nach, was die Umfragen so machen. Ich werde aber jetzt auch nicht jede Folge nachschauen, vielleicht noch ab und zu mal. Aber ansonsten haben wir eventuell bald die perfekte Umwelt oder wir haben sie nun mal nicht. Umfragen. Wie zufrieden sind die Einwohner? Der Bürgermeisterjob ist kein Zuckerschlecken. Ja, 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 die Stadt entwickelt sich und jemand wird es mit Freude verfolgen. Ich weiß doch schon. Das, was man jeden Tag zu hören bekommt. Immer ist die Stadt mit Interesse zu verfolgen und alles Mögliche. Ist ja auch schön, dass alle Interesse an der Verfolgung dieser Stadt haben oder wie das hier aussieht, aber schaut euch doch mal an, das ist doch schon perfekt hier. So viele schöne Farben, vor allem diese pinken Tulpen und die lilan Tulpen und alles mögliche. Es ist doch einfach wundervoll. Wieso kann niemand die Stadt denn perfekt finden? Wieso nur? Naja gut, genug darüber philosophiert. Wir spielen mal hier erstmal ein neues Lied ab, also was heißt ein neues? Das neue Lied, das KK mit Gefühl, werden wir erst am Ende hören. In der Zwischenzeit können wir mal Herr KK nehmen. Genau. Und dann schauen wir uns mal diese Pothos an. Was auch immer Pothos ist. Ach, Pothos ist eine Zimmerpflanze. Ach so, na das erklärt natürlich einiges. Die Zimmerpflanze Pothos. So ist das also. Hätte ich das mal eher gewusst, dass es eine Zimmerpflanze ist. Ich dachte jetzt so, Pothos, was ist das? Aus einem anderen Land irgendwas zu essen oder sowas? Ein Kleidungsstück, aber eine Pothos-Zimmerpflanze, na klar. Das macht doch auch einiges an Sinn, das klingt doch auch logisch. Und würde ich sagen, ja, ist doch ganz nett. Dann hätten wir auch eine Zimmerpflanze, die wir dann jetzt demnächst irgendwann mal aufstellen könnten auch. Du hast gar kein Lied dabei? Was? Natürlich habe ich ein Lied dabei. Das werde ich mir jetzt hier aus den Briefen holen. Da. Genau. Wo haben wir es? Hier. Hier haben wir KK mit Gefühl. So, dann werden wir das mal auch direkt abspielen und reinhören. Viel Spaß bei KK mit Gefühl. Also ich finde KK mit Gefühl hat zwar Gefühl in der Stimme oder ist zwar gefühlvoll, jedoch muss man ganz ehrlich sagen, dass ich da die anderen Lieder besser finde, weil die etwas flotter sind und nicht so langsam wie KK, ja, mit Gefühl. Und eine coole Sache, die ich euch auch noch zeigen wollte, auf die Elaine mich aufmerksam gemacht hat, wenn man ein Instrument hat, wie zum Beispiel diese Metal-Gitarre hier, und jetzt einfach mit der Metal-Gitarre spielt, dann macht man halt hier, ja, ganz normal Musik halt, mit dem Instrument, einfach so halt ein bisschen Musik, außerhalb des Takts oder außerhalb von jeglichem Rhythmus. Und wenn wir ein Lied anhaben, egal welches Lied,
Dann spielen wir mit dem Instrument im Rhythmus. Also ich spiele es nochmal vor hier einfach. So, und wenn wir jetzt hier ein Lied anhaben. Ich nehme einfach mal, nehmen wir mal KK Country. Wo haben wir es denn? KK Country, wo haben wir dich? Wo haben wir KK Country? Ich hab das doch, oder nicht? Habe ich kein KK Country? Doch, da. So, dann machen wir das hier im Rhythmus. Oder auch, um es an einem anderen Lied zu demonstrieren. Wie zum Beispiel Frühlingsblüten. Wo haben wir Frühlingsblüten? Hier. Ihr hört, die Gitarre spielt zu jedem Lied etwas anders. Beziehungsweise je nachdem wie das Tempo des Liedes ist, passt sich die Metal-Gitarre dazu an. Macht aber nicht nur die Metal-Gitarre, machen auch die anderen Instrumente. Finde ich ziemlich, ziemlich cool, dass sich das da anpasst. Und wollte das einfach nur nochmal sagen, auch wenn wir jetzt schon sehr, sehr weit fortgeschritten im Spiel sind. Mir ist das jetzt erst aufgefallen, beziehungsweise Elaine ist es aufgefallen. Der Dank gebührt ihr. Könnt euch gerne bei ihr bedanken. Nee, auf jeden Fall, ja, wollte ich das nur einmal gezeigt haben noch. Und ansonsten wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Hoffe einfach mal, dass es euch auch dieses Mal wieder gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.